Ich hatte ja gesagt, tierisches Programm. Wir hatten jetzt die Katze, den Vogel, den Hamster sparen wir uns heute Abend mal. Aber auch ein solches Tier. Wir haben Lieblingsplätze, da hängt alles voller Netze. Im Keller und im Gästeklo und Schuppen sowieso. Und darunter liegen viele tote Fliegen. Das sieht eklig aus, darum fliegen Spinnen bei mir raus. Spinnen können niemals Freunde sein. In mein Herz lasse ich keine Spinne rein. Lieber keinen Freund als einen mit acht Beinen. Lange Beine voller Haare, das ist wirklich nicht das Wahre. Sie laufen auf Gehege und fragen mich bloß nicht warum. Häufig werden sie zertreten, versauen Raufasertapeten, sitzen blöd am Badewannenrand und werden zu Flecken an der Wand. Spinnen können niemals Freunde sein, dazu sind sie viel zu klein. Lieber keinen Freund als einen winzig kleinen. Ist das jetzt ungerecht? Du findest Spinnen gar nicht schlecht. Du sagst, du willst mit ihnen leben, ihnen ein Zuhause geben. Bau dir doch ein Terrarium oder zieh gleich in die Tropen um. Wo die Netze riesig sind, fällt's mit auf, wenn da noch jemand spinnt. Spinnen können niemals Freunde sein, auch wenn das manche meinen. Lieber keinen Freund als einen von deinem. Niemals Freunde sein, in mein Herz lasse ich keine Spinne rein. Lieber keinen Freund als einen mit acht Beinen.